Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch diesen wunderbaren, süßen kleinen Tischläufer. Wir haben hier eine kleine 3D-Kante. Die haben wir an der Stirn und an der Rückseite. Ansonsten haben wir am Rand diese wunderbare, kleine, gewellte Umrandung. Und ein richtig schönes Schleifenmuster, die aber auch versetzt sind. Jetzt im Moment ist der Tischläufer noch ungezogen, ungewaschen und alles. Wenn er dann gewaschen und gezogen ist, sieht er dann so aus. Also wie ihr seht, dann kommen dann die Schleifen richtig schön zur Geltung. Aber auch ungezogen, muss ich sagen, gefällt er mir sehr, sehr gut. Ich habe jetzt für meinen Tischläufer, der hat jetzt eine Länge von 51 cm von Umrandung zu Umrandung, also inklusive Umrandung, und eine Breite von 19 cm. So gut 25 Gramm Wolle gebraucht. Also viel Wolle brauchen wir nicht dafür. Für den Tischläufer reicht ein kleiner Rest. Hier ist der Rest von meinem Knäuel. Wie ihr seht, gut die Hälfte ist noch dran. Also da könnte man noch einen riesengroßen, schönen Tischläufer machen. Oder den halt doppelt so groß. Alle Materialien, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. So, jetzt schauen wir uns aber erst noch mal ganz kurz an, bevor ich euch ins Video entlasse. Hier haben wir unseren 3D-Rand und das Farbenspiel. Das kommt direkt aus der Wolle. Und wie ihr seht, ich habe versucht, hier habe ich ja mit Rosa angefangen, hier auch wieder mit dem starken Rosa zu enden. Im Läufer ist es mir gut gelungen, am Rand dann leider nicht, weil hier haben wir wenig Rosa, aber dafür viel Gelb. Und hier haben wir viel Rosa und dafür wenig Gelb. Also so ganz gelungen ist es mir nicht, vor allem nicht an dieser Kante. Aber ich finde, da gibt es auch Schlimmeres. Hier haben wir unsere wunderbare 3D-Kante. Wie ihr seht, es wellt sich alles so wunderbar nach oben. Und dann sind hier unsere kleinen Schleifchen. Da ist eine, da ist eine, da ist eine, da. Da geht's weiter. Der ist wirklich super schnell gehäkelt, dieser kleine Läufer. Und man könnte ihn auch, wenn man ihn jetzt ein bisschen länger macht, auch als Sommerschal sehr, sehr gut verwenden. Ja. Kann man überall wunderbar die Schleifchen erkennen. So, meine Lieben, jetzt entlasse ich euch in das Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Anleitung. Wenn ihr wollt, lasst mir ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn ihr noch nicht habt ein Abo, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. So, und jetzt viel Spaß. Ich habe hier eine wunderbare Alice-Wolle. Ihr kennt sie schon aus der Babydecke. Zwei Knäuel hatte ich noch übrig und genau die verwende ich jetzt für den Tischläufer. Das Ganze häkle ich mit der 3,5er Nadel. So, als allererstes schlagen wir 59 Maschen an. Wenn ihr den Tischläufer breiter haben wollt, dann müsst ihr pro Mustersatz 8 Maschen rechnen. Fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28. So, das sind meine 59 Maschen. Wir machen noch eine extra. Und jetzt geht es mit festen Maschen zurück. Das heißt, wir stechen jetzt nicht in die nächste, sondern in die übernächste Masche von der Nadel aus ein und häkeln eine feste Masche. Danach in die nächste Luftmasche eine feste Masche. Dann wieder. So, dass wir insgesamt 59 feste Maschen häkeln. Ja, und danach beginnen wir schon gleich mit dem Muster. So, und auch in die letzten beiden kommt jeweils eine feste Masche rein und damit haben wir die Reihe auch schon fertig. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen für die Höhe und wenden das Ganze. Plus noch eine dritte Luftmasche für den Zwischenraum. Wir machen einen Umschlag, zählen jetzt drei Maschen ab und stechen in die dritte Masche ein und häkeln ein Stäbchen. Jetzt häkeln wir fünf Luftmaschen. Umschlag, wir zählen sechs Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und in die sechste Masche kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste Masche kommt ein Stäbchen. Jetzt kommen zwei Luftmaschen. Wir ziehen drei Maschen ab, 1, 2, 3 und in die dritte Masche setzen wir eine feste Masche. Zwei Luftmaschen, wir ziehen wieder drei Maschen ab, 1, 2, 3 und in die dritte Masche kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste Masche ein Stäbchen. Fünf Luftmaschen, sechs Maschen abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die sechste Masche kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste Masche ein Stäbchen. Jetzt zwei Luftmaschen. Wir ziehen wieder ab, in die dritte kommt die feste Masche. Zwei Luftmaschen. Wir ziehen wieder ab. In die dritte kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Eine Masche auslassen. In die nächste Masche ein Stäbchen. Fünf Luftmaschen. Fünf Luftmaschen. Wir zählen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 in die sechste Masche, ein Stäbchen, jetzt ist mir gerade die Masche abgehauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da rein. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, in die nächste dann ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 1, 2, 3, in die dritte Masche kommt eine feste Masche. Wieder zwei Luftmaschen, wir zählen wieder, 1, 2, 3 und in die dritte Masche kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche, 1, 2, ein Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Wir zählen wieder. Eins, zwei,
3, 4, 5 und in die sechste Masche kommt ein Stäbchen. Eine Luftmasche und ein Stäbchen ganz außen am Rand. Zwei Luftmaschen für die Höhe und Wenden. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier in den Zwischenraum zwischen die zwei Stäbchen kommt jetzt ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Jetzt machen wir zwei Luftmaschen. Wir umhäkeln jetzt diese 5er Luftmaschenkette mit einer festen Masche. Zwei Luftmaschen, in diesen kleinen Zwischenraum ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Schleife, die überhäkeln wir mit 5 Luftmaschen und gehen gleich mit unserer Nadel hier in den kleinen Zwischenraum und setzen da rein ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier wieder eine 5er Luftmaschenkette, also machen wir 2 Luftmaschen, umhäkeln diese mit einer festen Masche und machen wieder 2 Luftmaschen. In der kleinen Lücke ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier ist wieder so eine Schleife, die überhäkeln wir wieder mit 5 Luftmaschen. Und setzen in die kleine Lücke ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Eine 5er Luftmaschenkette, wir machen 2 Luftmaschen, umhäkeln diese mit einer festen Masche und machen wieder 2 Luftmaschen. In die kleine Lücke wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier haben wir wieder so eine Schleife, die überhäkeln wir mit 5 Luftmaschen. Und in die kleine Lücke ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier haben wir wieder eine 5er Luftmaschenkette. Wir machen 2 Luftmaschen, umhäkeln, 2 Luftmaschen und in die kleine Lücke hier am Rand ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. 2 Luftmaschen. Für die Höhe, wir wenden. So sieht es jetzt aus. In die kleine Lücke hier am Anfang ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier haben wir jetzt eine kleine Schleife. Da machen wir jetzt 5 Luftmaschen und in die kleine Lücke neben der Schleife ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier ist jetzt eine 5er Luftmaschenkette, 2 Luftmaschen, umhäkeln, 2 Luftmaschen. Und wieder in die kleine Lücke, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier haben wir wieder eine kleine Schleife. Wir häkeln wieder 5 Luftmaschen. Und springen gleich mit unserer Nadel in den kleinen Zwischenraum daneben und häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Ihr seht, das ist eine wunderschöne kleine Häkelei für den Sommer, wenn es draußen so richtig schön heiß ist. Weiß ist nicht, ne, es ist nicht so schwierig. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Und das ist dann immer ideal für den Sommer.
So, hier hatte ich jetzt eine Luftmaschenkette wieder mit einer Schleife versehen. Und hier haben wir wieder eine Schleife. Die überhäkeln wir mit 5 Luftmaschen. Und in die kleine Lücke. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier wieder 5 Luftmaschen. Wir machen 2 Luftmaschen, umhäkeln, machen 2 Luftmaschen und wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Jetzt machen wir die Reihe noch zu Ende. Hier haben wir noch eine Schleife, die überhäkeln wir mit 5 Luftmaschen und auch in den Rand ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen für die Höhe. Wir wenden. Jetzt geht's wieder los. Hier vorne ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Dann, wo wir die 5er Luftmaschenkette haben, 2 Luftmaschen, umhäkeln, 2 Luftmaschen. In die Mitte hier wieder das kleine. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Da, wo eine Schleife ist, dies überhäkeln wir mit 5 Luftmaschen. Dann wieder hier ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen. Hier machen wir die nächste Schleife und so arbeiten wir uns hier durch. Da, wo eine Schleife ist, kommen 5 Luftmaschen. Und da, wo 5 Luftmaschen sind, häkeln wir eine Schleife. Und so häkeln wir uns jetzt in die Höhe. Ihr bedenkt bitte, wenn ihr den breiter haben wollt, immer 8 Maschen sind ein Satz. Weil wir haben ja hier unsere 5 Luftmaschen und dann noch hier die 3. Deswegen 8 Maschen sind immer ein Satz. Und so könnt ihr das dann weiter häkeln. So, ich mache bei mir das Ganze jetzt mal in die Höhe und wir sehen uns dann gleich wieder für den wunderbaren Rand. So, meine Lieben, ich habe es jetzt bei mir auf Länge. Messen tun wir es gleich wieder ganz am Ende. So, jetzt die letzte Reihe. Wir gehen hier zwischen unsere beiden Stäbchen und häkeln eine feste Masche. Jetzt gehen wir auf diese Luftmaschenkette und häkeln 5 feste Maschen. 2, 3, 4, 5. Zwischen die beiden Stäbchen machen wir eine feste Masche. Hier haben wir jetzt die Schleife. Dann machen wir jetzt auf dieser Seite von der Schleife 2 feste Maschen. In die Mitte der Schleife eine feste Masche und auf die andere Seite der Schleife wieder 2 feste Maschen. Hier wieder dazwischen eine feste Masche. Ich weiß, dass diese Faust aus 3 Maschen bestehen, wir machen aber trotzdem nur eine feste Masche rein. So, die 5 Luftmaschen wieder mit 5 festen Maschen umhäkeln. 3, 4, 5, das V wieder, eine feste Masche. Hier haben wir wieder eine Schleife. Bei euch kann Schleife und Luftmaschenkette unterschiedlich sein, weil wenn ihr nämlich noch eine Reihe dran gemacht habt, ist das ja alles nochmal versetzt. Deswegen einfach bei der Schleife pro Flügel 2 feste Maschen und in die Mitte eine feste Masche. Bei den Geraden mit 5 festen Maschen umhäkeln. So haben wir dann nochmal einen wunderbaren, schönen Abschluss und haben vorn wie hinten gleich von der Optik her. Und in die Mitte nochmal rein. Und hier dazwischen. So, und jetzt fangen wir gleich mit dem Rand an. Und hier am Rand dann auch in die Mitte.
und nochmal eins ganz außen am Rand. So, und dann haben wir hier unsere festen Maschen. So, den Rand setze ich jetzt bei diesem Tischläufer nicht einmal drumrum, sondern nur Vorder- und Rückseite. Sprich die beiden Stirnseiten. Nicht hier und nicht hier. Wir beginnen hier. Und hier machen wir auch gleich eine Wendeluftmasche. Wir machen jetzt vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Zählen vier Maschen ab. 1, 2, 3, 4. Und in die fünfte machen wir eine feste Masche. Vier Luftmaschen. In die fünfte wieder eine feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Vier Luftmaschen. Die fünfte wieder mit einer festen Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Vier Luftmaschen. 1, 2, 3, 4. Na, da ist eine. Weg da. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Und das machen wir gleich ganz außen rein. Und haben jetzt hier das so, dass wir hier jetzt immer so kleine Lücken dazwischen haben. Da ist eine, da ist eine, da ist eine. Diese Lücken brauchen wir jetzt gleich für unseren Rand. Wir machen zwei Wendeluftmaschen und drehen das Ganze. So, nach langem Hin- und Herprobieren habe ich mich jetzt für einen einfachen, freundlichen Sommerrand entschieden. Wir haben ja hier unsere Lücken. Machen jetzt eine Luftmasche, drehen das Ganze. In die Lücke kommt jetzt eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, ein doppeltes, das heißt, wir nehmen zwei Umschläge mit unserer Häkelnadel. Ein dreifaches, also drei Umschläge mit der Häkelnadel. Ein doppeltes. Stäbchen. Stäbchen. Halbes Stäbchen. Und feste Masche. In die nächste Lücke. Feste Masche, halbes Stäbchen, 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 ein doppeltes, ein dreifaches. Ein doppeltes,
Stäbchen. Stäbchen. Ein halbes. Und eine feste Masche. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt ein ganz einfacher, wirklich wunderbar sommertauglicher Rand. Wenn ihr einen anderen machen wollt, dann macht euch einen anderen dran. Ich mag es gerade wirklich sommertauglich. Das heißt, schön einfach, schön schnell und ohne groß über das nachdenken zu müssen, was ich hier eigentlich mache. Also wirklich ganz angenehm. So, und fertig sind wir. Wir haben jetzt hier so einen wunderbaren Zackenrand mit 3D. Faden abschneiden. Sichern. Ja, und den dann noch vernähen. Und jetzt natürlich noch auf der anderen Seite setzen wir die Nadel wieder an, schnappen uns wieder unseren Faden . Häkeln unsere Luftmaschen. Halt, feste Masche. Und machen uns wieder unsere Lücken. Diesmal steche ich nur nicht in die fünfte Masche ein, sondern immer in die sechste. Hier haben wir auf der Seite ja auch immer Maschen abgenommen. Immer bei den Vs haben wir ja nur eine Masche gemacht und keine drei. Deswegen machen wir jetzt hier in die sechste, dass wir dann so ungefähr die gleichen Bögen haben von der Anzahl her. So, und jetzt noch die letzte. Und die machen wir ganz außen hin. Und damit habe ich wieder 9 Bögen. Hier oben haben wir 9 Zacken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier haben wir jetzt auch wieder unsere 9 Bögen. Wir machen eine Luftmasche, wenden das Ganze und fangen wieder an mit einer festen Masche. Ein halbes Stäbchen, zweimal ein Stäbchen. So, meine Lieben, ich bin jetzt mit meinen 2 Rändern fertig. Hier haben wir jetzt unseren 3D-Rand und hier das Muster. Spätestens nach dem ersten Waschen wird das Ganze dann sowieso noch ein bisschen länger und breiter. Das muss ich also jetzt nicht spannen. Das übernimmt dann später einfach die Waschmaschine. So, und die Seite von dem Rand, die muss ich noch nach innen stülpen. Die Wölbung ist auf der anderen Seite, im Prinzip auf der Seite, da brauchen wir sie aber nicht. Wir brauchen sie auf der Seite und deswegen einfach mit dem Daumen mal ganz kurz ein bisschen rein, das Ganze ein bisschen nach oben gefaltet und schon haben wir unsere 3D-Optik auch auf dieser Seite, genau wie bei diesen Zacken. So, und fertig ist. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt viel Spaß mit eurem süßen kleinen Tischläufer, den ihr aber auch, wenn ihr den Rand weglasst oder ihn einfach länger macht, auch als Sommerschal benutzen könntet. Weil als Sommerschal könnte ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen bei dem Muster. So, also, ich hoffe, ihr habt jede Menge Spaß dran, ob jetzt Tischläufer oder Sommerschal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die, die jetzt noch dran geblieben sind. Mache Winke, Winke in die Runde. Wünsche noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.